Jo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Heko und willkommen auf meinem Kanal, Freunde. Ja Freunde, heute gibt es ein Retro-Pack-Opening und zwar WM 2018. Wir werden mal kurz meinen Verein so durchgehen, dann ein bisschen Pack-Opening machen. Ja, das war's auch. Ja, das Video wird höchstwahrscheinlich auf 10 Minuten kommen, aber es ist nicht so schlimm. Ansonsten, wenn ihr Videowünsche habt, schreibt mal das einfach unten in den Kommentaren. Und noch was sehr, sehr wichtig. Nehmt euch mal 2 Minuten Zeit für Seko. Und zwar, ich werde mein Gaming-Zimmer schön neu gestalten. Also, ihr könnt mal gerne mal, unten in den Kommentaren so ein paar Tipps geben, was ich halt machen kann. Das alles hier kommt auf jeden Fall weg. Schreibt mal das schön unten in den Kommentaren. Gebt mal ein paar Tipps, Jungs und Mädels. Ansonsten könnt ihr gerne auch auf Instagram schreiben. Ich möchte mein Zimmer auf jeden Fall schön verändern. Ja, wir quatschen auch nicht viel. Wir gehen mal hier rein. So, aktives Team. Ja, meine Mannschaft sieht schon richtig heftig aus. Ich habe vorhin gezählt, wir haben 11 Ikonen. Ist schon heftig, ja. Also im Tor haben wir Yashin. Da rechts habe ich mit Blanc gespielt. Mit seiner 91er Karte. Richtig top. Dann Puyol, Ramos, links Alba, Ronaldinho. Dann hatten wir hier in der Mitte Costa, Okocha, Ronaldo, Thierry Henry und Maradona. Ich habe das extra so gemacht. Wegen Icons, ansonsten habe ich halt Hazard, Modric, Neymar, De Bruyne, Kante, Suarez, Lineker, De Gea, Deco, Hernandez, Pogba und Hummels. Also ein 193er Rating Team, sieht schon auf jeden Fall heftig aus. Ja, nur dreimal mit Ronaldo gespielt, dann mit Henry auch nur dreimal. Mit Maradona habe ich glaube 15 Spiele gemacht, genau. Ansonsten habe ich nur hier Packs gezogen, also hier bei WM-Modus. Habt ihr auch WM-Modus gezockt? Schreibt das schön unten in den Kommentaren. Oder habt ihr viele Packs gezogen? Könnt ihr mal gerne unter den Kommentaren schreiben. Und ich habe so vorhin so geguckt, ne, ob ich ja Packs habe. Und einfach so im Shop steht 8 Stück. Und es sind schon auch sehr, sehr gute Packs. Wir werden die mal jetzt aufmachen. Wir fangen an mit World Cup Standard Set. Das ist, glaube ich, eine 5K-Set. Ich will jetzt nichts falsch sagen. Ja, leider kein Schlitz, wird auch nichts Besonderes. Und das ist der, gucken wir mal, Argentinien. Wer ist das? Armani, 77er Rating. Ja, war jetzt nicht so besonders. Ansonsten kann man auch so natürlich SBCs machen. Ich habe vorhin was versucht. Ging leider nicht, wollte ein Icon abschließen. Hat leider nicht geklappt. So, jetzt muss ich mal gucken, wie das ganz genau geht. Also R2 muss ich drücken, genau. Ich wollte eine Icon abschließen, hat leider nicht geklappt. Ich brauche eine 84er Rating oder 83er Rating. Hat leider nicht geklappt. Ja, schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir so ein Duplikat oder so gleich. Dann kann man das auf jeden Fall abgeben. So, jetzt bekommen wir einen Schlitz. Und Franzose RV. Und das wird der Sidibe 86er Rating. Können wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, Sidibe habe ich auch nicht. Seine 86er Karte ist auch nicht schlecht. Dann haben wir noch zwei Spieler, die nicht so besonders sind. So, jetzt haben wir noch 6 Icon Packs. Wir können auch Ronaldo 94er ziehen. Wäre schon auf jeden Fall heftig. So, fangen wir an. Let's go. Vielleicht ein Ronaldinho habe ich gesagt? Nee, Ronaldo 94. Ich habe das, glaube ich, falsch gesagt vorhin. So, und Mexiko. Das wird der Hernandez. Den habe ich ja schon. 90er Karte müsste es sein. Genau, 90er Karte Hernandez. 5 Packs noch. Gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir, wie gesagt, einen Ronaldo. Ich möchte kein Duplikat haben. Komm. Jetzt. Brasil. Deutschland. Stürmer. Und das ist der Miroslav Klose. Klose habe ich, glaube ich, noch nicht. 87er Rating. Nichts Besonderes. Ja, seine Werte sind auch nicht schön. Aber Klose kann man natürlich mitnehmen. Ich hatte Klose noch nicht. So, 4 Packs noch. Komm. Was kriegen wir hier? Schauen wir mal. Ansonsten gucken wir gleich nochmal so einen Wein vor ein, was wir noch haben. Hernandez. Also es gibt so viele Icons, ne? Und die geben mir zweimal hier Hernandez. Noch ein Icon-Set. Komm. 3 Stück haben wir noch. Also bitte keine Hernandez oder Klose. Kannst gerne was anderes geben. Wie zum Beispiel Maradona? Müsste es sein. Und wir kriegen hier 97er Maradona. Wieder ein Duplikat. Aber nehmen wir natürlich gerne mit. 97er Maradona ist am Start. So. Jetzt ein Brasil. Come on. So. Franzose. Und das wird der Blanc. Genau, den habe ich auch. 91er Blanc haben wir hier am Start. Ich glaube, die Spieler werde ich gleich auch nochmal abgeben. Ich mache, glaube ich, noch ein Icon-Set. So. Jetzt komm, gib mir mal her, Ronaldo. Ronaldo. Und wir kriegen hier JJ Okocha. Ja, 90er Rating. Okocha habe ich auch. So Jungs, also wir machen noch ein Icon-Set. Ja, ich gebe hier Blanc ab.
weil ich auch ein Duplikat habe. Ist aber auch nicht schlimm. So, keiner zockt die WM-Modus, ja. Also Icon, Upgrade abgeschlossen. Mal sehen, ob wir jetzt was Schönes bekommen. Ich hoffe, kein Duplikat oder so. So, Shop. Gehen wir einmal hier rein. So, wir haben jetzt ein Icon-Set. Machen wir direkt hier auf. Come on, Alter. Jetzt was Schönes. Komm, Maradona haben wir schon gekriegt. 97er Karte. Und jetzt vielleicht ein Portugal. Und das wird der Deco höchstwahrscheinlich. Ja, Deco, 90er Karte. Nehmen wir auch gerne mit, aber den habe ich auch am Start. Ja, mit Münzen kann man hier ganz gechillt Packs ziehen. 7,5k Packs. Mal sehen, ob wir was kriegen. Schlitz wird das, ja. Okay. Und Spanien, ZTV. Und das wird der Ramos, dachte ich. Nee, das ist der Bartra. 81er Rating nehmen wir auch mit. Ich könnte die ganze Zeit hier Packs ziehen, aber lassen wir es. Wir müssen jetzt nicht das Video extra noch so strecken heute. So Jungs, also heute war so ein kurzes Video, ja so ein Retro-Pack-Opening WM 2018. Ich habe euch kurz mein Team gezeigt, wir haben ein paar Packs gezogen. Ja, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wenn ja, die Daumen nach oben. Wie gesagt, falls ihr Video wünscht habt, könnt ihr gerne mal unten in den Kommentaren schreiben. Ansonsten wegen meinem Zimmergestalt im Gaming Room, schreibt mal ein paar Tipps so unten in den Kommentaren. Wir sehen uns dann höchstwahrscheinlich übermorgen. Peace.